Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu diesem wunderschönen neuen Stream hier mit Farming Simulator 22. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntagvormittag gehabt. Ich habe heute auch es mal gewagt auszuschlafen und ja, jetzt geht das hier wieder los. Der Rest des Sonntags gehört auf jeden Fall euch und ja, mal schauen, was wir heute so schaffen, ne, würde ich sagen. Ich habe mich mir ja mal so ein bisschen aus Schweinegehege gestellt, so ein bisschen die Viecher beobachtet hier. Und das sieht mal ganz hübsch aus. So. Denen scheint es auf jeden Fall saugut zu gehen. So. Saugut, genau. Und ich glaube, dass alleine hier schon wieder jede Menge zu tun ist, was die Paletten betrifft. Ja, schauen wir doch mal auf die Felder. Bei den Feldern sieht es tatsächlich ausnahmsweise mal so aus, als wäre hier nichts zu machen. Aha, das haben wir aber nur gedacht. Also, weil ich nämlich jetzt einen weitergehe, sehe ich, dass ich hier noch düngen muss. So, das wird jetzt auch passieren. ja, ich möchte mir heute auf jeden Fall auch einen neuen Trecker kaufen. Irgendwas möchte ich heute kaufen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich einen bestimmten Typ hier noch gar nicht habe. Ich rede jetzt nicht vom Hersteller, sondern von der, ja, ich sag mal, vom Antriebsstrang, also von der Bauweise. Da fehlt mir nämlich tatsächlich noch einer, der nur auf Bandlaufwerk läuft. Nicht auf zwei, wie vorne hinten, sondern einfach nur komplett, ne, so die man auf der Stelle drehen kann. So ein Teilchen fehlt mir hier nämlich noch. Mal gucken hier, den ich wieder runterschiebe. Mir schon mal geschafft, dass ich hier, nö, ich sag mal, direkt am Anfang, als er, wenn er das Fahrwerk im Reiter macht, dann direkt einmal von der Brücke hier geflogen bin. So. Wie mache ich das denn jetzt? Ach komm. Ich würde vorschlagen, wir lassen den jetzt hier praktisch mehr oder minder fahren, aber mal ausnahmsweise mit dem Original-Erntehelfer fest. Das Einzige, was ich mache, ich fahre jetzt hier eine Bahn, dann fahre ich unten am Ende eine und dann sind wir auch hier schon im grünen Bereich und können einfach mal den Erntehelfer hier fahren lassen. Ja, den Cosplay nutze ich jetzt hier gerade mal nicht. Bei diesem Feld. Irgendwie bin ich damit nicht so glücklich hier mit dem. Der Feldspritzer, das hat irgendwie nicht so gut hingehauen. Könnte natürlich, während ich darüber fahre, hier auch noch eben spritzen. Dann haben wir schon mal die Bahn fertig. Mache ich auch. Übrigens auch eine gute Idee ist, wenn man jetzt selber fahren möchte, aber Probleme hat, diesen Bahnen nachzufahren, also quasi
ein sauberes Raster zu fahren. Kann man sich auch den Cosplay runterladen. Natürlich. Ohne ihn genau so zu benutzen, wie es vorgesehen ist. Also könnt ihr dann einfach hier einen Kurs machen. Lasst den komplett angezeigt. Und fahrt den dann einfach so nach. Selber. So, den haben wir auch. Ja, dann kann ich es auch selber fahren, oder? Mal hier so weit bin. Dann fahren wir mal ausnahmsweise wieder was selber. Doch eigentlich mal wieder eine schöne Idee. So. Vor allem darf ich nicht vergessen, meine Feldspritze nachher wieder aufzufüllen. So, sollen wir es wagen? Sagen, ich baue den jetzt mal hier hin. Man sieht echt keinen Übergang, ne? Oder? Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich, wo stehe ich denn? Ach du lieber Gott. Okay. Willkommen zum Lehrgang. Wie verschwende ich Dünger? Unglaublich. Schön. Ja gut, auf dem Feld 32, da habe ich tatsächlich einen anständigen Kurs für den Düngerstreuer. Also einen, der funktioniert. Unfassbar. Sehr schön. Das war aber verkehrt. Nicht den Düngerstreuer, ich brauche die Feldspritze. Ah, den brauche ich.
Sieht das schon besser aus, ne? Schon gerade, warum so viele Bahnen bei der Breite? Passt was nicht. Wo lang fahren? Runter und dann Energie. So, frei nach dem Motto, der ist schon groß, der kann das alleine. Lass ich den fahren. Und schnapp mir mal einen von diesen wahnsinnig vielen. Ich bin gar nicht im Rundlauf, ich nicht. Okay. Machen wir mal Folgendes. Für den Schnapp mal wir kloppen mal einfach alles auf dem Parkplatz, was hier noch so anparkt ist. Außer natürlich immer so. Parkt. Und dann schnappen wir uns den richtigen. Einmal beladen. Gut, machen wir jetzt mal hier ganz geschickt. Mal die Zeit ein bisschen hochgestellt. Ein bisschen. Wenn er durchläuft auf fünffach, so wie man das von FS 19 in der Voreinstellung kennt, um hier mal so ein bisschen was wegzukriegen noch. Lieber Gott, was macht denn da? Bin ich wohl ein bisschen ruckelig angefahren, würde ich sagen. Und der nehme ich jetzt gar nicht mehr an. Sagen wir, bringen erstmal die Fracht weg. Und werde die erstmal in das Palettenlager fahren. Daraus kann ich das nämlich dann ganz anständig wieder auf ganze Paletten rausschieben hier und dann zu den entsprechenden Gewerken fahren. Und warum ich das schneller gestellt habe, ganz einfach. Weil der ab der nächsten Stunde, das heißt, wenn wir hier Ingame 8 Uhr haben, stellen die halt überzählige Paletten wieder raus. Im Moment steht ja da zum Beispiel keine Wolle mehr. Aber auch nur, weil ich die natürlich einmal weggeholt habe, aber der Stall ist übervoll. Entsprechend wird er jetzt quasi um 8 Uhr dann wieder Paletten rausstellen. So, hier muss ich auch noch mal rein. Na, ich könnte jetzt natürlich jetzt natürlich nicht ganz so klug. Ich hätte beim Honig einfach mal noch ein bisschen warten sollen. Denn da gibt es bestimmt noch mehr.
Was auf jeden Fall raus muss, ist Kuchen. Man sieht, übervoll. Ganz tricky. Nee, kann er nicht. Okay. So war das, genau. Mal die Palette richtig hinschubsen hier. So, und da vorne steht Kleidung jede Menge. Muss auch noch weg. Werde ich jetzt auch erstmal ins Lager bringen. Dann zu gegebener Zeit eine richtig volle Ladung in den Märkten fahren. Und ich muss noch raus. Habe ich ja gerade ignoriert. Oben, das war's. Das war's mit Honig. Und als nächstes kommt Wolle. Können wir jetzt hier fein beobachten. Ich stelle das mal noch ein bisschen schneller. 53, 7, 54, 55, 57, 58. Zack, da ist sie.
So, das haben wir raus. Bei den Eiern sieht es gut aus. Da ist tatsächlich nichts weiter raus. Honig sieht es auch sehr gut aus. Fahre ich mal ein Stück weiter weg von. Die Paletten können erstmal voll werden. Aber ich gehe schwer davon aus, dass ich bei Kleidung noch was abholen muss. Er ist mit Sicherheit voll gewesen. Beim Kuchen, also beim Bäcker, ne? Nö. Kleidung ist tatsächlich zufälligerweise bei den vier Paletten Schluss gewesen. Ja, beim Kuchen. Definitiv anders aus. Lassen wir den einen da noch stehen. Hab da so eine Idee. Oh, Methankuchen. Nein, den kriege ich ganz einfach wieder runter, indem ich einmal die Spanngurte löse. Die halten das tatsächlich in der Luft. Also dieser Kuchen und die Kleidung, das sind Endprodukte, die bringe ich halt selber weg. Nicht so verkaufen, weil es halt, sag mal, weil die halt recht hochpreisig sind und da lohnt es sich dann doch mal wegzufahren. Die Mengen sind auch entsprechend moderat. So, dann bringen wir den wieder weg. Den auch. Und die meisten Sachen habe ich ja tatsächlich so gebaut, dass ich vorwärts einparken kann. Und schon steht er. Ich wollte mir einen neuen Traktor kaufen. Und das werde ich jetzt auch tun.
Hab also, so einen habe ich noch nicht, ne? Die Mischung. Hinten Band, vorne, vorne Rad. Aber, was ich noch gar nicht habe, ist einer mit einem Bandantrieb auf jeder Seite. Also entweder der. Bis 458 PS. 40 km/h. Hier. Ah, da haben wir schon mehr Power. Um was sagt der? Gut. Bei diesem. Die höchste Leistung, den möchte ich haben. Motorausführung. Leave me all. So, Bandlaufwerk, ja. Mal breit spielt, glaube ich, bei dem keine Rolle, weil wir keine Hänge fahren in dem Sinne. Deswegen lieber schmal, dann passt er besser auf die Straße. Ja, nee, U. Oder. Das ist wieder so typisch, ne? Die U-Design. Super fetter Schalldämpfer. Ich glaube, der gefällt mir besser. Der gefällt mir besser. So. Und meiner. Hatte ich auch wirklich noch gar nicht. Ne? Könnte ich eigentlich mal einen anderen für verkaufen. Das ist halt schön, ne? Da kannst du wirklich fast auf der Stelle mitwenden. Warum bin ich da nicht schon vorher drauf gekommen? Den habe ich beim FS19 immer wenigstens einmal auf dem Hof gehabt. Und hier noch gar nicht. Ist auf der Straße natürlich auch ein bisschen schlechter zu beherrschen, wenn man, wie ich jetzt, mit dem Controller steuert. Aber dieser Controller klemmt nicht, guck mal. Wirklich relativ. Ja, soll ich sagen, exakt mit Steuern. Mein PlayStation 4 Controller, den musste ich mal auseinanderbauen. Dann müsste ich mal auseinanderbauen und mal schauen, ich bestimmt irgendwas in der Mechanik am Hebel. Da ist mit Sicherheit irgendwie was drin. Deswegen ruckt der manchmal, da bin ich da manchmal so ruckelig nach links gefahren. Jetzt steuere ich hier tatsächlich mit einem PlayStation 5 Controller. Ja, ich hab sie. Allerdings spiele ich natürlich hier nach wie vor FS auf dem PC, ne? Logisch. So, nur mal hart rechts. Wo stehe ich denn jetzt hin? Nice to have, aber.
Ja, den mal hier nehmen. So. Ja, dann dürfte auch jetzt tatsächlich weitestgehend für den heutigen Tag hier so alles durch sein. Ja, schauen wir mal eben, ob ich wieder einen Monat weiterspringen kann hier. Alles gedüngt. Die zählen nicht, das ist Wiese. Die habe ich einfach immer so gelassen und fertig. Ja, Mann, dann würde ich sagen, springen wir mal einen Tag weiter. Mal sehen, was die Felder dann so machen. Erstes kommt natürlich wieder die Beschwerde. Wolle, oh Wolle. Kein Platz mehr, um Wolle zu platzieren. Dann ist auf jeden Fall aber wieder auf einfach runter. Jetzt hier wieder meckern, meckern, meckern. So, das heißt, ich mache den jetzt einmal frei. Dann beim nächsten Mal wieder. Und noch einer. So, dann bleibt erstmal hier geparkt. Und ich schaue jetzt erstmal, was die Felder machen. Wir haben fertig. 43 gehört mir nicht. Ne? Gehören mir nicht. Die 50 und die 76 sind fertig. Als erstes. Der aus. Hat einfach was damit zu tun, dass ich da ich wieder längere Straßenstücke fahren muss, wo hier irgendwie die Autos verbuggen, nämlich hier oben auf dem Stück, da bleiben die einfach schon mal stehen, ist mir aufgefallen. Ruhig mal eins. So, das ist nicht dramatisch, aber wenn natürlich gerade auf der Spur der LKW fahren soll, dann bleibt er dahinter stehen und nichts weiter passiert. So, die müsste Hafer sein, genau. Auf dem hier so. Was auch der Fall ist. Okay, also bei Hirse, da gehen wir erstmal, ich würde sagen, wir fangen da oben mal an. Mit einem schnuckligen Mähdrescher. Die lasse ich mal. Wenn mein anderer. Da. Den wollte ich parken. So.
Und jetzt hole ich mir aber meine jetzt erstmal die beiden. Nämlich die mit den Bandantrieben, die etwas neueren. Vom Modell her, aber die habe ich halt als letztes gekauft. Und damit geht es jetzt erstmal Richtung Feld 50. Eigentlich müsste ich mir quer über das Feld hier meine Straße bauen. Ob ich hier drüber fahre. Ich sehe da noch was. Die Wiese ist erntereif. Oha. Da kann ich auch dran. Das heißt, es gibt hier nachher auch wieder frisches Gras. Und das jede Menge. Eine Sache wollte ich mal ausprobieren. Müsste doch eigentlich gehen, oder? Warte mal. Wir sagen ihm jetzt einfach mal, fahr zu Abtanken 50. Das macht er. So, den muss ich jetzt nur erstmal dahin bringen, wo er mal vernünftig im Kurs hängt. So, dann mache ich hier das Gleiche. Tada! Geht doch. Super. Okay, die fahren. Dann kann ich mich da schon mal um den nächsten LKW kümmern. Idee hätte ich ja mal früher kommen können, ne? Krone, Krone, Krone. Das ist alles verkehrt. Die brauche ich nicht. Ich brauche den dort. Und natürlich, wo ist er?
Mal wieder zwei Fleißige, die dürfen auch erstmal dahin fahren. Weiß zwar nicht, wie die jetzt fahren, aber spielt jetzt auch keine Rolle. So, hier staut euch mal bei Abtanken 50. Tschüss. Und du das Gleiche auch dahin. Erste ist angekommen. Sehr gut. Dann bekommt der jetzt schon mal den Kurs geladen. Wo ist er? Das mal sortieren. Viel geworden, zu viel. Also vorher habe ich das super gefunden. Das hier, so Drescher habe ich das nur genannt, ne? Okay, so. Drescher 50. Laden, aktivieren. Ist er. Schneidewerk zuerst. Ach so, ja, dann mach doch mal. Mal so, dann runter. Und go. Attacken 50 ist schon mal richtig. Passt natürlich. Das darf auch an und das darf auch nicht an. Einmal so drücken. Ja, es läuft. Ne? Keiner weiß wohin, aber es läuft. Nochmal. Oder fährt er hinterher? Okay. Schön langsam. Mal raus. Er ist fleißig und der wird schon mal passend hier eingestellt. Die schon mal richtig und abtanken bitte an O2. An. So, bei dem ist alles richtig. Hier. Auch Silo 2 und so, dann schauen wir mal, was hier so kommt jetzt. Ich glaube, der eine fährt jetzt los und der andere ist gleich im Weg. Hier noch?
Richtig, das bleibt so, das mache ich an. Hier muss ich auch noch den Kurs laden. Und nach Möglichkeit, da alle Wegpunkte anzeigen. Genau. So war es, genau. Einmal ausfahren. Ja, lustig, lustig. Eine gute Idee, darum abzukürzen. Das für eine tolle Idee, weil hier komme ich wieder nicht durch. Na gut. Dann muss ich es doch richtig machen. So, also Rot ist Stopp, Grün, er fängt wieder an. Das heißt, er fährt von links nach hier. Das heißt, ich muss ein Stück da hoch. Ich schauen, wo ich bin. Oh ja, ein ganzes Stück da hoch. Mindestens bis hier, würde ich sagen, oder? Nee, warte. Grüne Stopp, Rot fängt wieder an. Andere Richtung. Also setze ich hier an. Da muss er noch ein paar Runden fahren, also das kann ich denn immer noch woanders ansetzen. Das heißt, ich lasse den jetzt einfach mitten drauf hier anfangen. Los. Dann bleiben wir mal auf dem Drescherchen hier und ich bin noch mal ganz kurz im Hintergrund, ich hole mir mal eben neuen Kaffee und gleich geht's weiter hier.